Erneut wurde eine junge Frau Opfer eines sexuellen Übergriffs. Ein tatverdächtiger syrischer Staatsangehöriger wurde nach kurzer Vernehmung wieder auf freien Fuß gesetzt. Das Traditionsunternehmen aus München kündigte an, Deutschland endgültig zu verlassen. Die Energiekosten erlaubten keinen wirtschaftlichen Betrieb. Außerdem sähe das Unternehmen in Deutschland keine Perspektive mehr, so ein Sprecher. 1,2 Millionen Flüchtlinge sind im Rahmen des Schöner-Wohnen-Gesetzes der Bundesregierung in ehemaligen Seniorenresidenzen untergebracht worden. Ein Sprecher sagte, man habe mit dem Schöner-Wohnen-Gesetz erfolgreich diejenigen Platz schaffen lassen, die nicht mehr ganz so lange in Deutschland leben. Kam es in dem Freibad erneut zu Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Migrantengruppen. Mehrere unbeteiligte Personen, darunter 8 Kinder, wurden verletzt. Sieh nicht einfach dabei zu, wie deine Heimat zerstört wird. Werde jetzt Mitglied in der Alternative für Deutschland.